mach's anständig, komm. Ja, es regnet, es macht nichts. So, dann Futter, die aus der Luft verschwinden. Großteil. Und die am Boden verschwappt es nicht so schnell, also für das ist es zu schwach. Für den nächsten Futter, das Ding ist jetzt schon länger, das ist jetzt schon älter, speziell für Andrea. Nicht? Das heißt, für sie eigentlich einfacher, wie für den Ronny und für den Dekina. Das sind Sitzen. Ah, passt schon, Sitzen. Das ist Ritual, wir haben das Ganze einfach ritualisiert. So. Sie kriegt das jetzt schon so her, jetzt kann das schon ein bisschen ausdunsten. Das, genau. Sie jetzt schon eine Fuhrinformation. Diese ganzen Geschichten, was ich jetzt da mache, kann ich ab dem Zeitpunkt, wo sie geht, kann ich nichts mehr machen. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich die Leine so richten, wie ich sie brauche, dass ich sie dann auslassen kann, dass ich sie fallen lassen kann. Die Wasserflaschen, ich darf nichts mehr umhängen haben, was irgendwie, ich habe danach ab dem Zeitpunkt, wo die einmal weggestartet ist, keine Zeit mehr. Und auch keine Möglichkeit. Das Schwierigste war, sie in diesem Stadium, wo wir jetzt sind, sie wirklich so ruhig hinzubringen. So. Jetzt kann ich das Schleifen für Schleifen loslassen und kann damit. Hat keiner gefunden und alle wollen da auf. Super, geh. Die Killer haben wir überreden müssen, dass eine geht. Echt wahr. Super Maus. Wir sind unterwegs. Super Mann. Ja, stimmt schon. Das stimmt. Stimmt. Trau dich. Hat gestimmt. Weil da die Killer besser wird. Jetzt mit der Leine schauen, dass sie nie am Boden ist, dass er sie nicht verhaspelt. Und immer schauen, dass sie gerade hieß, noch Möglichkeit, dass dir keine Richtung vorgibst. Ja, super. Passt. Mit der Ecken haben sie auch ein Problem gehabt. Ja, ist schon gut. Und jetzt war es der
warum so lang. Also müsst ihr da, wenn das kürzer ist, müsst ihr das alles mit reingehen. Drauf einmal. Okay, sie geht den Ronny seinen Weg. Die Kilo ist in den unteren Gang in den richtigen. Aber sie geht gleich wieder runter. Ja, das ist hier wieder richtig. Problem ist jetzt, wenn sie hat ihn jetzt gefunden, gell? Aber wenn du jetzt so da auf den Weg hinkommst, jetzt nach links oder nach rechts? Ja, die ist sie ganz genau wieder drauf. Das ist wieder die Killer. Die Killer war da auch voll genau drauf. War super Maus. Da ist eine Futterung drinnen gewesen. Ich weiß gar nicht. Super Maus! Warst du drinnen bei der Futterung? Alle drei drin. Ich habe mir nochmal geklaut, beim Umgehen wollte ich eigentlich geklaut. Ich bin aber am Weg gewesen. Und dann habe ich gleich gut gestellt. Passt eh gut. Aber alle drei drinnen, gell? Das Herrichten bei ihr dauert länger, wie das geht am meisten. Ja. Na, aber Gabi hat mir schon geschickt. Wetterwarnung. Ja, Wetterwarnung. Und na, Gabi hat mir ein Dings geschickt. Ja, das haben wir schon gedacht. Nein, es passt eh gut. Ja, wenn noch einer kommt, dann. Ja. Nein, das sind der Letzte. Trüffel geht woanders. Ich vergiss immer den Namen von der. Nikola, ja, der Haverer. Irgendwie, was man als Frauennamen auch hernehmen kann. Ja. Was? Drum glaube ich drum. Was? Na komm, was ich drum. Da schau, da hast du noch ein paar Nudi. Da. Ein China. Sonst freut sich der Fuchs. Da schau. Du dumme Backe. Hör auf damit Stocki anschlecken, wenn du da die ganzen Nudi hast. Ja, passt schon. Nein, der ist gleich weg. Da schau. Hey! Ja, das ist. So, was ist das mal, die Mäusele? Mario.